Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video bei Disney Dreamlight Valley. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir legen direkt los. Wir sprechen mit Dagobert Duck über Donalds Haus und ich gehe mal davon aus, dass Dagobert uns wieder mal Geld abknüpfen möchte. Das macht er ja die ganze Zeit, sobald wir ihn sehen. Nicht sehr nett. Aber na gut, er ist halt ein Geschäftsmann und damit muss man leben. So, die Schilder stehen übrigens alle falsch, aber finde ich jetzt nicht schlimm, weil ich finde die Pott hässlich. Die werde ich auch alle noch irgendwie wegpacken. Außer das heißt dann plötzlich, du musst sie wieder aufstellen. Das wäre natürlich fatal, aber gucken wir mal, ob wir Dagobert zu Hause finden. Hallo. Oh, das ist aber ein süßer... Mal kurz bei mir die Lautstärke runterdrehen. Das sind aber süße Oberteile, ne? Oh, mit Tinkerbell. Oh, der Pulli ist voll cool. Der ist richtig cool. Ja, die roten Knöpfe gefallen mir nicht. Oh, ansonsten finde ich den mega nice. Okay. Dagobert! Hey! What's up? Grüß, Nachbar. Jo, was geht denn? So. Wiederaufbau des Tals, der Wald der Tapferkeit. Okay, okay, okay. Wir gucken erstmal, was er uns erzählt. Erzählt er wieder was von seinen Abenteuer? Wie kann man... du musst auch hart arbeiten, clever sein und bla, bla, bla. Wir wollen halt ihn ein bisschen... Warte. Nicht so wie einige der Dungen. Wie kann man sie aufhalten? Schwierige Frage. Geld ist eine mächtige Sache. Man muss Regeln dafür aufstellen, wie das Geld ausgegeben werden kann und wie die Arbeiter behandelt werden. Aber diejenigen, die durch den Betrug... Matthias ist übrigens fertig. Betrug geworden sind, reich geworden sind. Moment, geht weiter. Ich muss kurz mein Thema. Es ist echt kalt, aber ich bin auch echt so geizig, bei mir die Heizung anzumachen. Man muss also immer die Augen aufhalten. Achso, jetzt wollte ich eigentlich noch was anderes gucken. Wir schauen mal kurz wegen Geschenken. Der möchte Gemüseplatte, habe ich nicht. Und Aquamarin und Eisenbahn. Der hat schon mal eine Eisenbahn von mir bekommen. Freundlichen Dank. Sehr gerne, Herr Meister. So, also. Wir müssen wohl über mehrere Sachen mit ihm reden hier. Sei gegrüßt, Nachbar. So. Was soll das hier sein? Im Wald der Tapferkeit können die beliebtesten Ausflugsziele sein, weißt du? Aber so wie er jetzt aussieht, wird niemand in diesem Wald wandern wollen. Ich werde ihn dekorieren und ihn einen perfekten Ort machen für Wanderungen in der Natur. Das ist eine großartige Idee. Wenn ich einen Taler für jedes Tier in diesem Wald bekäme, dann wäre ich wohl noch ein bisschen reicher, als ich ohnehin schon bin. Auf Wiedersehen und bis bald. Ja, wahrscheinlich. Sollen wir da wieder irgendwelche Möbelstücke hinbauen? Einen schönen Tag noch. Ist nicht für mich, ist für Donald. Er braucht Hilfe bei der Reparatur seines Hauses. Mein Taugenichts von Neffe braucht eine Hilfe, also Hilfe, was? Wie ich Donald kenne, will er sie umsonst. Warum soll ich bei diesem Unterfangen Geld verlieren? Weil er zur Familie gehört. Er mag zur Familie gehören, aber er behandelt mich wie seine persönliche Sparbüchse. Natürlich hat er etwas Gutes getan, um den Tal zu helfen. Gut, ich gebe ihr etwas, was Donald helfen wird. Hier bitte. Oha. Was ist das? Ein Bauplan für Herr Donalds Haus. Du brauchst sie, wenn du sie reparieren willst. Das ist nicht, noch nicht alles. Du wirst auch ein Bootsreparaturset brauchen. Wie viel wirst du mir für... Eines abknüpfen? Ach, so etwas habe ich nicht auf Lager. Das wäre nicht rentabel. Du kannst es selbst herstellen, wenn du etwas Weichholz, Hartholz, Seil und Eisenbahn sammelst. Na super. Freundlichen Dank. Der ist echt nicht nett. So. Also, wir müssen halt noch mehr sammeln. Yay. Oh Mann, ey. Also noch mehr Eisenerz, Hartholz. Ich habe so viele Möbel gar nicht mehr. Moment, ich guck mal kurz nach. F. Ich könnte halt random irgendwas hinstellen, aber das ist ja auch blöd. Aber guck mal, selbst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Würde gar nicht klappen. Das heißt, da müsste ich auch noch Materialien. Aber was stellt man? Jemand stellt Bänke halt in so einen Wald, ne? Ja. Mal kurz gucken mit dem Craften. So, warte mal. Bedeutet, dann da brauchen wir noch einiges und da brauchen wir auch noch einiges an Hartholz. Ein von 30 Hartholz. Wir hatten doch so viel Hartholz. Doch einiges an Hartholz gesammelt, oder ist das nicht Hartholz? Wir gucken mal kurz. Ne? Hallo, Trautesheim, Glück allein. So, warte mal. Ist das nicht Hartholz? Das ist Hartholz. Ja. Oh. Kurz gucken. Wir brauchen halt noch mehr Eisenerz. Wir brauchen mega viel Eisenerz. Wir brauchen für ihn und für Goofy. Und dann brauchen wir, guck mal, so einen Holztisch und so eine Stühle. Weichholz. Man könnte ja nochmal 10 Stück brauchen wir. Nochmal 3 Tische und 4 Stühle, aber das funktioniert ja nicht. Wir haben nicht genug Weichholz. Viel zu wenig Weichholz. Der will Eisen sogar noch haben. Kasan will der Sack sogar haben. Ja. Also wir müssen mega viel Weichholz noch finden und Eisenerz. Das ist ja auch Lager aktuell haben. Das kommt noch rein. Und weil jetzt sind unsere ganzen, außer das von. Die Blaupause im Donutsbrot, damit du es reparieren kannst. Nein, da haben wir nichts. So, ne, das war das. Das muss noch weg, das muss weg, das muss weg. Und das soll kochen, ja. Okay. Also, Leute, das wird eine Sammelgeschichte, würde ich sagen. Also, da müsste ich eigentlich euch irgendwie eine Geschichte erzählen, aber mir fällt ehrlich gesagt nicht ein, was ich euch erzählen kann. Ja. Also, das wird jetzt, glaube ich, in der Folge nicht sehr spannend, was wir machen können. Wir müssen wirklich sammeln. Weichholz, alles, eigentlich alles einsammeln, was uns irgendwie in die Quere kommt. In der Hoffnung, dass das richtige Holz dabei ist, das richtige Erz dabei ist. Ja. So. Und Erdnüsse brauchen. Ach, siehst du, wir können mal gucken, ob die Erdnüsse jetzt da sind. Sonst kriege ich einen Anfall. Einen mega großen Anfall. Ja. So. Nö. So, wo kriege ich jetzt die dämlichen Erdnüsse her? Das ist die gute Frage. Ganz ehrlich, da muss ich, glaube ich, dann einmal sonst im Netz schauen, wo ich die Erdnüsse herkriege. Das soll ich wissen, wo ich die Erdnüsse herkriege, wenn... Oder stehen sie bei Remi hinten in der Küche? Da habe ich natürlich nicht drauf geachtet, ne? Müssen wir mal gucken. Da, wo die Milch und der Käse und so ist. Das könnte natürlich sein, ne? Wir gucken mal. Das war jetzt mal so eine Idee. Maybe. Kann ich jetzt sagen, ey. Ja, oh Gott, bin ich blöd, ey. Ich kann nur, ich brauche mindestens 2. Ich muss echt Sachen verkaufen, ich habe kein Geld, ey. So. Oh Mann, ey, die Leute, die es gestern gesehen haben, die müssen auch gedacht haben, ey, Mädchen. Was machst du da? Du weißt, was du machen musst?
Hallo? Guck hinter dir. Da siehst du doch die Erdnüsse. So, automatisch bitte füllen. Das geht schneller, finde ich. Wunderbar. Oh, Erdnussbutter habe ich schon seit Jahren nicht mehr gegessen, ne? Das könnte auch mal was sein. Was war das andere? Eine Käseplatte nicht. Erdnuss. Fischsuppe. Gemüse. Rührei. Da. Eier. Wir haben keine Eier. Wo kriegt man denn Eier her? Ach da. Muss man auch kaufen. Natürlich muss man es kaufen. Ich komme gleich wieder. Remy ist genauso wie Dagobert, nur macht er Lebensmittel. Oh Mann, ey. Ich muss verkaufen. Aber ich bin zu geizig. Ich will nicht verkaufen. Ich will nur sammeln. Ist das so falsch? Hacken. 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 Haken. Haken. Ja, wir müssen mal gucken. Also, wenn ich wirklich jetzt die ganze Zeit sammeln muss, dann werde ich das wahrscheinlich oft machen. Weil das wird für euch nicht interessant sein, wie ich da hier am Hacken und am Aufheben bin und am dann zu meinem Haus wieder zu gehen, um da wieder Neues einzupacken und einfach ganz viel zu sammeln. Ein Topaz. Ach, nett, ja. Weil es wird für euch nicht sehr interessant sein. So, ich gehe gleich mal zu Goofy und verkaufe mal die Steine, die ich jetzt gefunden habe. Eine Erinnerung. Sehr schön. Na. Ah, schön und das Biest. Das wäre schön, wenn die Figuren auch noch da wären. Ja. Was ist denn eure. Was ist denn eure Lieblings-Disney-Film? Oder Disney-Figur? Ich war schon immer tatsächlich Ariel. Schon immer gewesen. Aber ich liebe auch. Allgemein die Disney-Prinzessinnen. Die haben alle ihre Vorzüge, sagen wir es mal so, vom Verhalten her, die Moral und so weiter. Von allen kann man irgendwie was mitnehmen tatsächlich. Ja, es gibt es auch seit Jahren so ein bisschen, wie sexistisch ist das denn bitte? Und sowas. Man darf nicht vergessen, aus welcher Zeit der kommt. Ja, zum Beispiel hier, Schneewittchen, das war in den 60er Jahren, glaube ich. War das 60er? Nee, sogar noch früher. Ich glaube 20er sogar. Überlegt mal, was denn da damals halt auch für Moralvorstellung tatsächlich war. Ne? Also es war eine ganz andere Geschichte, als was heute ist. Und dementsprechend bin ich da schwachsinnig, dass die Leute einen so drauf. Was ich natürlich ein bisschen mit Skepsis besehe, ist die aktuelle Bewegung von Disney, dieses zwanghafte Diversity. Was war das denn? Das finde ich halt echt übertrieben, muss ich ehrlich zugeben. Dieses, es muss unbedingt jetzt eine schwarze Persönlichkeit in dem Film sein, weil wir müssen ja die Diversity gewähren. Bezüglich jetzt des Ariel-Trailers. Ich war auch tatsächlich sehr skeptisch, als ich gelesen habe, wer Ariel spielt. Als ich kenne die Schauspielerin tatsächlich nicht. Habe auch gedacht, so, okay, eine farbige Person als Ariel. Die ist doch bei Disney rothaarig so. Aber auf anderer Seite gedacht, so, ja gut, wenn sie performt, dann wird das schon eine gute Sache sein. So. Na, im Original steht ja auch tatsächlich nicht drin, ob das eine farbige Person ist oder nicht. Und man darf nicht vergessen, wann denn der Film, beziehungsweise wann das Märchen, die Geschichte geschrieben worden ist. Ne? Das ist halt,
Das darf man halt auch nicht vergessen. Und jeder interpretiert das anders so. Aber halt dieses... Es war klar, dass da auf jeden Fall Rückenwind kommt. Also dementsprechend verstehe ich auch nicht, warum Disney jetzt einen auf überrascht tut. Fand ich eigentlich sehr nachvollziehbar, dass da was kommen wird. Das ist irgendwie... Es klingt ganz gemein, wenn ich das sage, aber vom Gefühl her ist das so die Quotenfarbige, die unbedingt jetzt dabei sein muss, damit Disney sagen können, ja, wir sind diverse, was totaler Schwachsinn, finde ich, ist. Warum muss man das immer so zwanghaft ausleben? Weil ganz ehrlich, die Diversity-Community, man will ja auch nicht ständig drauf gestoßen wird. Du gehörst ja nicht zu den, in Anführungszeichen, normalen Leuten, du bist halt Diversity. Und dass man das ständig so ausleben muss. Ne? Also klar, man möchte halt Akzeptanz haben von den Leuten. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, die wollen halt... Akzeptanz beginnt halt in meinen Augen dadurch, dass man halt nicht ständig darüber redet, was sie halt für eine Sexualität hat oder was für eine Ethnie sie haben und so weiter. Dementsprechend, ich finde, da muss man nicht drüber reden. Man erzählt das vielleicht einmal oder so, wenn es im Gespräch aufkommt. Aber das reicht denn doch, oder nicht? Also da muss man doch nicht ständig immer irgendwie den Finger drauf halten, du bist so und so. Denke ich auch so, mein Gott, lass die Leute leben, wie sie leben wollen. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Deswegen, ja. Weiß ich nicht. Also ich habe auch schon öfters mit Leuten darüber geredet und das ist halt mein Gedanke dazu. Also einerseits kann ich es halt wirklich verstehen, andererseits nicht. Und bei, wie gesagt, Disney war es eigentlich von vornherein klar, dass es da so krass einen Impact hat. Und ich glaube, das haben sie auch sonst, haben sie auch mit Bewusstheit gemacht, dass es so einen Impact haben wird, damit sie wieder ins Gerede kommen. Na, das ist ja genauso, dass sie jetzt unbedingt in Animes zum Beispiel investieren wollen, damit sie mit den großen Streaming-Anbietern mithalten können. Ich finde, zu Disney gehört kein Anime. Gehört es nicht. Und dementsprechend beäuge ich das auch mit großer Skepsis tatsächlich. Na, das ist so. Naja, was soll's, würde ich sagen, ne? Wie seht ihr das? Stimmt ihr mir dazu oder seid ihr da eher anderer Meinung? Oh, ich bin schon wieder voll im Inventar. Es geht so schnell, ich brauche ein größeres Inventar. Genau. Wo war nochmal Goofys Stand? Das war Merlin. Achso, ich dachte, ich habe schon welche. War der nicht irgendwo hier? Ach, da ist er doch. Dran vorbeigelaufen. So. Na, wie geht's? Kakao? Oh, sorry. Also. Wir kaufen mal. Den bringt viel. So, wir müssen halt wirklich. Ich verkaufe jetzt mal alle Edelsteine, die ich jetzt dabei habe. Oh, echt Money. So, den haben wir auch noch. Warte mal. Das ist ein Peridot. Okay. Was haben wir noch? So, das alles brauchen wir hier noch. Das verkaufen wir alles nicht. Okay, 2000. Läuft. Das reicht zwar noch nicht. Aber damit können wir zumindest schon mal anfangen. So, dann gehen wir jetzt einmal zu Remy Eier holen. Gehen wir einkaufen. So, dann machen wir jetzt einmal unsere Waffeln. Ach ne, ich brauche jetzt mal die Eier. So, einmal Eier bitte. So. Dann das Rezept, das war weiter unten. Da ist das Rezept. Einmal bitte. Und... So, kann ich meinen Tee jetzt trinken oder ist er noch zu halten? Nur ein bisschen wenig Blüten. Ah, okay. Yay! Neues Rezept ausprobiert. So, kann ich? Champignons. Ja, was könnte man mit Champignons machen? Hm.
Na, was kommt? Gegrilltes Gemüse oder was? Rohkost. So, ich will jetzt keine Milch kaufen und so, weil ich hätte schon Kann gerne... Kann ich mit dir sprechen? Ja. Hallo. Hi, what's up? Ich muss sie im Restaurant zu Spezialgerichten dieser Wache machen. Vielleicht... Vielen Dank für die seine Hilfe. Es freut mich, Remy. Okay, weil Remys nächste Erstspieler wahrscheinlich. Auf Level 7, ey. Boah. Okay, was haben wir hier? Merlin ist auch offen. Der will mit ihr reden. Da muss ich Geld noch sammeln. Da muss ich viel sammeln. Da muss ich auch viel sammeln. Da müsste ich mit Merlin reden. Und der will, dass ich... bei Dagobert habe ich mir überlegt, dass ich bei den Nachbarn ein bisschen klaue. Mal gucken, ob er das dann als ein Möbelstück empfindet oder ob er das sagt so, nö, das ist ja sowas von gar nicht. Weil jetzt zum Beispiel die Bank hier, die würde ich in den Wald packen. Warte mal, wo der Wald war. Irgendwo hier? War das der Wald? Zum Beispiel. Ne, zählt ja nicht. Okay. Ist das der Wald der Tapferkeit dann gewesen? Ja. Aber er zählt es nicht. Das heißt, es muss wirklich ganz neu sein. Wo war das der Wald? So, wo stehe ich denn hier? Moment mal, ich laufe mal zum Wald der Tapferkeit. Ich jetzt im Wald der Tapferkeit? Ja. Okay. Dann habe ich den nämlich nicht dahin gepackt. Okay. Und mal kurz F. Weil das Problem ist, wenn du halt die Karte irgendwie nicht öffnen kannst. Den habe ich irgendwo hier gerade hingepackt, ne? Die Bank. Mal, warte mal, wir gucken mal mit der Lampe. So. Mal gucken. Doch, er macht das gut. Dann beklauen wir unsere Nachbarn. Das habe ich mir jetzt gerade so, ich habe mal so überlegen getutelt, dass man das ja machen kann. Weil hier sind ja überall so eine Bänke. Und why not, ne? Also, ganz ehrlich, ich finde das jetzt auch nicht schlimm, weil ich finde die Bänke hier eher störend. Jetzt sind wir bei 2. Machen wir hier noch eine. Banken. So, 3. Eine Lampe. Hier. Was haben wir noch so? Oh. 5. Was haben wir noch so zum Klauen? Zählen denn da so eine Pflanzen auch? Mal gucken. Gucken wir mal kurz. 5, ja, 10. Können wir ja sonst auch das hier nehmen. Zu einer Gelegenheit und dann. Nee, so ist cool. 6. Ja, cool. Muss aber mal gucken. Jetzt haben wir noch 4 Sachen, die wir klauen können. Nehmen wir hier immer diese. Machen wir hier. Und dann machen wir noch mal hier das Schild. Das hässliche. Und die Blumenköpfe hier. Und da, wo wir das Haus, die ich sowieso total hässlich finde. So. Sprich mit Dagobert. Wunderbar. Dann haben wir die Sache auch. Weil das ist ständig... will, dass wir da irgendwelche Möbel aufstellen. Sorry, aber nö. So, Dagobert war da hinten. Ne? Das war Dagoberts Haus. Es gibt langsam ein bisschen Hunger. Sei gegrüßt, Nachbar.
So, der Wald der Tapferkeit sieht prächtig aus. Gut, dass du es hast. Wie ich es immer sage, eine solide Investition wird sicher eine solide Belohnung geben. Yay! Einen schönen Tag noch! Jo. Auf Level 8 ist er schon, ey. So. Nö, schon gut. Ist er wieder böse? Ne? Auf Wiedersehen und bis bald! Der wollte so ganz gemeine Geschenke haben, ne? Ja. Aber ich schenke dir Rohkost. Hahaha. Das hat ihn sehr gefreut, anscheinend. Okay, das reicht. Freundlichen Dank. Sehr gerne. So, Weichholz haben wir 16 Stück. Ja, wir müssen mega viel Weichholz und Hartholz sammeln. Und das ist. Ja. Gucken gleich mal. Okay, wir müssen mit Merlin sprechen, auf jeden Fall. Das ist bauen. Da müssen wir sparen. Wir müssen auf jeden Fall mit Merlin sprechen. Wenn wir ihn gleich sehen. Wir sammeln nebenbei noch ein. Und hacken. Da ist Merlin. Ich meine, theoretisch können wir ja alle Steine verkaufen, die wir gefunden haben. Ich kann in die Zukunft sehen. Also ja. Weiß ich, dass du mit mir reden solltest. Der Flieh. So, sind wir gehabt. Wie alt bist du? So alt wie ich meine Zunge und nur ein bisschen älter als meine Zähne. Aha. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. So, denn der Fluch. Verflixt und zugenäht. Wir haben ein neues Problem. Eine Art dunkler Zauber liegt über den großen Baum auf der Lichtung des Vertrauens. Sie ist anders als die andere dunkle Magie, mit der wir es zu tun hatten. Sie ist schwieriger und viel mächtiger. Ich habe den Verdacht, dass sich einer der Dorfbewohner in Zaubereien eingemischt hat, die in diesem Teil nichts zu suchen haben und dass es furchtbar schief gehen kann. Ich befürchte, dass nicht einmal deine mächtige Magie ausreichen würde, um den Baum zu brechen, Band zu brechen. Aber jetzt, da die Kugeln der Freundschaft und der Macht des Mutes wieder an ihren rechtmäßigen Platz sind, weiß ich, dass ich dir diese Aufgabe anvertrauen kann. Du willst, dass ich zur Lichtung des Vertrauens gehe und versuche, die dunkle Magie vom Baum zu entfernen? Ich werde dich nicht enttäuschen. Das scheint ein wenig beängstigend. Kannst du es nicht selbst tun? Da. Ich fürchte, meine Magie ist nicht stark genug, aber du hast bewiesen, dass es deine sehr wohl ist. Sobald du kannst, geh zur Lichtung und konzentriere dich darauf, deine Magie auf den Baum anzuwenden. Danke, sehr freundlich von dir. Nico, ich bin froh, dass du mich gefunden hast. Ich habe eine wunderbare Entdeckung gemacht. Hast du Zeit, dass ich dir helfe, davon erzähle? Ja, ich bin ganz Ohr. Ich habe einen seltsamen schwarzen Kristall gefunden, der im Wald vergraben war. Es war in der Nähe des dunklen Portals, durch das du Dunald gegangen war. Am bemerkenswertesten... Bemerkenswertesten ist, dass er mit ähnlicher Magie wie die Nachtdorn durchdrungen ist. Wir müssen nachforschen, um mehr zu erfahren. Ich bin bereit. Das ist die richtige Einstellung. Unsere Neugierde wird uns anspornen. Und jetzt sofort mit dir. Und jetzt. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Viel zu tun, viel zu tun. Ja. Das Geheimnis der Kristalle. Was soll ich machen heute mal? Der wollte so komische Sachen haben. Hm. Weil wir müssen die halt alle hochkriegen auf Level 10, ne? Ich muss den Geschenke machen. Na gut, du bist ja schön. Gucken wir nochmal, was hast du noch? Cracker. Ich hab keine Nachtscherbe da. Ha, es geht gleich weiter. Ich muss einmal kurz was schauen. Genau. Da geht's. Genau. Danke, sehr freundlich von dir. Sehr gerne, so. Erkunde den mit Merlin den Wald der Tapferkeit. Moment, der Wald der Tapferkeit war hier, ne? Nee, das ist Richtung. Das ist der Wald der Tapferkeit. Ah, ist okay. Ups, so, okay. Kommst du mit, Merlin?
Wie sieht denn mein Inventar aus? Ziemlich voll. Ich gehe mal kurz mein Inventar leeren. So, Steine werden abgelegt. Blumen werden abgelegt. What? Ich habe zu viele Blumen. Na, wenigstens gehen die noch weg. Ich muss echt mich vergrößern hier. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Säulen ich habe. Wie viele Münzen. Das habe ich aktuell nicht. Hab noch was anderes zum Kochen hier. Dich habe ich hier noch. Was anderes Crafting. Das kommt weg, das kommt weg. Wie? Mein Lager ist voll. Das ist aber nicht nett. So. Okay, ich habe drei. Ne, das waren meine Dreamlight-Punkte. Ja, theoretisch kann ich zu Vajana, aber das, wir haben ja jetzt genug zu tun. Ja, ich habe Münzen. Wir machen jetzt einmal größer. Ich brauche größere Boxen. Gesegnet sei deine Nummer 1. Gucken, wie mein Haus sich jetzt ändert. Ich hätte gerne mal nicht so. Ah, das Krüppel ist weg. Sehr schön. Jetzt sieht mein Haus wenigstens einigermaßen aus. So, gehen wir kurz rein. Mal gucken. Ja, von der Masse her hat sich hier nichts geändert. Aber es müsste ja jetzt hier ein bisschen mehr Platz sein hier, ne? Oder immer noch nicht? Was steht hier? Nein. Das Lager ist fast voll. Versuch auf Rufis Verkaufsstand Gegenstände zu vertauschen. Zu tauschen? Ich dachte, das Lager wird dadurch größer. Das ja, aber das kostet 20.000, Leute. Na, so viel zu, die Dinger werden größer. Mhm. Am Poppes. Am Poppes. So, dann, guck mal, die habe ich noch vergessen. Oder sind die jetzt größer geworden? Ach, die ist größer geworden. Die kleinen werden nicht größer, nur die Haupt... Das ist ja das Hauptlager, die schwarze Kiste. Deswegen, okay. Na gut, dann, auf jeden Fall du. Du. Und... Ach komm. Was soll der Geiz, wa? So. Dann gehen wir jetzt einmal ins Lager. Und dann, geht es... direkt weiter. Geht sofort los? Boah. Recht. So, da ist Mickey Maus. Mickey Maus Wunderhaus. Nee. Da musste man doch irgendwie hier lang, um zur Anölung zu kommen hier, ne? Genau, so. Hey. Hallo. Christoph, den können wir noch nicht, der hätte gerne Mais. Ich habe immer noch kein Mais dabei. Habe ich alles abgegeben. Mach's gut. Jo. So. So, was haben wir jetzt? Erkunde mit Merlin den Wald der Tapferkeit. Aber ich bin im Wald der Tapferkeit jetzt angekommen, ne? Ja, super. Dann erkunden wir mal den Wald, den ich schon, weiß ich nicht, wie oft durchstöbert habe. Ich finde es aber so schön, wenn ich einfach Sachen so schon vorweg schon fertig habe. Aber es kann ja nicht schaden, weil ich brauche ja alles hier. Das ist einmal die Säule. Das ist einfach leider... Ich habe auch tatsächlich gelesen... man soll nicht gleich alles einsammeln, aber doch, warum nicht? Baust du halt genug Kisten an. Du musst ja nicht alles verkaufen, aber... Habe ich das? Das glitzert gemacht? Ups, das wollte ich nicht. Geht's natürlich auch. Na, passt schon. So, ein bisschen Dreck sammeln.
Wir sammeln Dreck. Wir sammeln Dreck. So, ach so, das ist Dreck. Alter Donald, ne? Ach so, hab anscheinend schon was gefunden, hier, ohne das zu merken. Uns bleibt nicht viel Zeit. Schnuggelchen. Wir sind schon eine ganze Zeit zusammen. Ah, noch so eine Nachtscherbe, aber die ist größer. Hm, du solltest das Dorf nach weiteren Nachtscherben durchsuchen. Ich finde schon die ganze Zeit Nachtscherben, Schatzkin. Bin sicher, hier sind noch mehr vergraben. Ich lüpfe meinen Hut. Ich lüpfe nicht meinen Hut. Ach, da ist wieder der. Jo. Donald und Wally bekriegen sich. Ich verstehe, ich verstehe. Bleib mal flauschig, Donald. So, ich lupfe meinem Hut. Christoph, du hast es gewagt, ins Dorf zu gehen. So, wir müssen jetzt das Glitzerndes hier suchen. Da ist Merlin. Ich habe kein Wort verstanden. So. Einmal aufheben, bitte. Einmal hacken, bitte. Ah, ne, das Angel. Das ist Hacken. Hacken? Ach, ne, 5. Wenn die Tastatur dunkel ist, dann findet man nichts. So. So, wir haben jetzt hier nochmal Punkte. Sehr schön. Mich stört das ehrlich gesagt, dass man so viel immer an Materialien teilweise gleichzeitig suchen muss. Das dauert wirklich mega lange dann immer. Aber was soll's, was soll's. So, wir kriegen ja gerade ein bisschen. So, jetzt bitte aufsammeln. So, aufsammeln. So, ich lupfe meinen Hut. So, hier ist auf jeden Fall nichts Glitzendes. So, nur ein bisschen Blueberries. Hm? Ach so, das kann man aufnehmen. Okay. Was haben wir noch hier so? Okay. Nada. Sammle 5 Nachtscherben. Kann ich nicht einfach die aus meiner Truhe nehmen? Das ist nicht in Ordnung. Geht das nicht? Nur blau. Weil ich finde hier gerade keine. Vielleicht habe ich die ja schon abgeerntet. Ich bin immer so schnell, was Ernten angeht. Oh Mann, ey. Ich würde sagen, ja, wir gehen jetzt einmal zu mir nach Hause und holen da mal die 4 Nacht, 5 Nachtscherben. Wir haben da ja genug. So ein bisschen Weichholz, kann nicht schaden, aufheben. Wir müssen alles immer aufheben hier. Alter, das hört sich an, als wäre auf Klo, ey. Besonders auch mit dem. So, wir gehen jetzt einmal zu mir. Wir müssen ja hier ein bisschen umbauen, weil es kommen ja jetzt immer mehr Leute. Da brauchen wir ja auch Platz, ne? So, ich finde es ganz cool, dass wir. Oh mein Gott, das wird mich sogar noch mehr nerven als das von Mickey. So, also wir schauen einmal kurz hier. Haben wir Diamanten. Wir brauchen 5. Aufteilen in 5 Nachtdinger. Übertragen bitte. Danke. Und schon haben wir die. Haben wir Blumen? Blumen wollen wir abgeben. Noch mehr Blumen? Nope. Wir haben mehr Material zum Kochen. Kein Fisch, aber wir haben auf jeden Fall Knoblauch, habe ich gesehen. Ach, da haben wir noch eine Blume übersehen.
Und Blumen übersehen. Und ich hab. So. Die kommen noch weg und die kommt noch weg. Und die kommt auch noch weg. So. Dann haben wir hier noch. Wir haben noch Diamanten hier. Und die kommt auch noch weg. Und dann haben wir noch. Ich sammle nur ganz wenig. Die bleiben. Die kommen weg. Die kommen weg. Die kommen weg und die kommen weg. Ja, guck mal, hier 14. Das läuft doch langsam an. Aber man braucht halt ganz viel, ne? Deswegen. Ich sammel fleißig. Ich bin ein fleißiges Bienchen. So, das Essen kommt dahin. Stört mich. Quest kommt hier unten hin. So, und. Achso, bei 50 ist Grenze. Ich verstehe. Dann. Achso. Ah. Machen wir das so. Genau, dann gehen wir jetzt mal zu Merlin, weil wir haben ja jetzt die 8 Scherben. Oh. Oh, Wally finde ich gar nicht nervig, ne? Der macht zwar seine Geräusche, oh, und sein Gezeter da, das finde ich gar nicht schlimm. Überhaupt nicht. Guck mal hier, hacken, hacken, hacken. Ein bisschen Steine, ein bisschen. Oh, in letzter Zeit kriegen wir ständig Diamanten. Das ist doch cool. Ja, die kann man gut verkaufen. Die sind nämlich einiges wert. So. Merlin! Oh, Merlin! Sag nicht, der ist nicht hier. Die Kanalratte, wo ist sie denn? Da ist sie. Was läuft die denn woanders hin hier? Na toll. Dann laufen wir da wieder hin. Naja, können wir mehr sammeln. Ich sammle gerne. Mal hier noch mehr Blümchen. Noch mehr Blümchen. Hi, Merlin. I was hier looking. Ja. Wir müssen reden. Ja, ich finde ich auch. Versuche diese Nachtscherbe mit einer Traumscherbe auf deiner Werkbank zu reinigen. Während du diese gesammelt hast, habe ich die große Nachtscherbe weiter untersucht. Sie reagiert stark auf Dreamlight-Magie. Ich glaube sogar, es war einmal Dreamlight, das irgendwie auf der Dunkelheit korrumpiert und verdreht wurde. Vielleicht können wir Dreamlight nutzen, um sie wieder zu reinigen. Versuche, auf deiner Werkbank diese Nachtscherbe mit einer Traumscherbe zu verbinden. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Hm. Dann machen wir es halt nochmal. Ja. Und dafür musste ich jetzt Scherben extra holen. So. Nee, das haben wir tatsächlich noch nie gemacht. Wir haben nur das hier einmal gemacht. So. Einmal reicht ja wohl, ne? Achso, ich vergesse immer auf weiter zu drücken. Reicht das? Bringe Merlin die gereinigte Scherbe. Moment, ich habe ja wieder gesammelt. Das ist so geil. Ich habe wieder gesammelt. Ich bringe mal ein bisschen was vorbei. Ein Plümchen habe ich noch gesammelt. Hier, bitteschön, noch mehr Plümchen. Dann haben wir noch hier so. Also es wäre schon cool, wenn die Truhen halt wirklich mit der Tasche an sich gedingstet sind. So, die kommt hier hin. Oh, die Steine habe ich vergessen. Aber mach nichts. Das haben wir ja gleich wieder Steine. Das ist jetzt nicht so wild. So, wir müssen zu Merlin wieder. Der ist wahrscheinlich immer noch da hinten. Ach, guck mal hier. Nö, wo bist du denn, Merlin? Da ist er. Aber guck mal hier. Da ist wieder was und so. Ja, 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 ja. Du kannst da das machen. Eins, zwei. Ach, zwei Steine bist du schon kaputt. Ah, du bist aber nicht sehr hartnäckig hier. Das ist dein Traum, weißt du? Nur du kannst helfen. Da bist du ja.
Sie glänzt, in der Tat, sehr glänzend. Das ist auch eine bedeutsame magische Entdeckung. Kann ich sie einem meiner Freunde geben? Oh, nun ja, ich sehe kein Problem darin. Schließlich ist die Entdeckung viel wichtiger als der Gegenstand. Da sie eher selten sind, bin ich mir sicher, dass sich ein Freund über ein solches Geschenk freuen würde. Nun ab mit dir, gib sie deinen Freunden. Ich werde über unser nächstes Experiment nachdenken. Ich löpfe meinen Hut. Gibt es kein Freund, eine Schenke im Belegen wie Dorfbewohner? Reinigt die Nachtscherbe. What? Okay, denn hier Nervensäge. Hallo! Darf ich dir was schenken? Oh, Spinat habe ich auch noch nicht. Ich schenke dir das. Cool. Ah. Oh, Junge, das ist so schön. Bye, bye. Vollständig, wunderbar. Lol. Guck mal, da müssen wir untersuchen den Baum. Da müssen wir halt noch sammeln. Da müssen wir halt noch sammeln. Ja. Was war das mit Lehm? Das braucht man nochmal für Lehm. Das war hier. Achso, ne, Lehm. Da waren wir im vergessenen Lichtung der Vertrauen. Müsste man das eigentlich finden. Ja. Guck mal, das glittert hier. Das glittert. Und es glittert. Noch mehr. Wuhu, Dreamlight. Traumscherben. Ich mag sehr gerne Traumscherben. Ja, du machst dich wieder zu. Machst du dich wieder zu, bitte? Danke. Danke. So. Es sind viele Blumen. Der Blumen, der Blumen. Ich mag diese Blumen. Ein bisschen Blume. Da kann man hacken. Dann hacken wir mal, ne? Auf die 5, bitte. Da soll doch die 5 drücken und nicht die 6. Und hacken. So, dann hacken wir mal. Die Freude ist groß. Die Freude ist sehr groß. Hallo, mein Freund. Ich liebe sonnige Tage. Da kommt wieder was Grünes. So. Okay. Wollen wir mal zu den dunklen Baum gehen? Einfach nur, weil wir es können. Da wollen wir noch das hier sammeln kurz. Und die Blume hier wollen wir auch sammeln. So. Und die Blume hier wollen wir auch sammeln. Weil wir es können, gehen wir jetzt dahin. Und, oh, guck mal hier, unsere Kakao. Schnell. Das war sehr ergiebig. Ich freue mich. Yay, das ist auch sehr gut gewesen. Können wir die Blume pflücken? Nö, die können wir nicht pflücken. Pumpel die. Da ist das da. Ne, da kann ich auch nicht hacken. Oh, aber hier kann ich aufheben. Wir sehen, wenn mein Inventar wieder sagt. Achso, der sagt jetzt schon. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ach so, das ist die Blaupause für Donalds. Der sagt halt, ist was da? Aber ist nicht schlimm. Ich habe ja kein Guck mal. Da kann ich wieder was sammeln. Pilze. Und da hinten Blume, die kann ich auch sammeln. Ich will halt nicht zurücklassen.
So. Oh, das ist eine Münze. Die lasse ich aber zurück. Das geht ja wohl gar nicht. So. Wir wollen zum dunklen, da, Baum. So. Wow. Ich nehme an, das wird Gürtel sein. Was passiert da mit dem Dorf? What the fuck? Erforsche die Hütte im Inneren des Baumes. Ganz ehrlich, das war doch schon voll böse wieder. Hallo? Du darfst weitermachen. Muss ich einmal kurz meine Laptop-Ablage ein bisschen umlenken? Okay, das wäre eine neue Blume. Betreten wir mal die Höhle des Löwen. Oh, das ist Gürtel. Nein, das ist Gürtel. Stell dich Mutter Gürtel vor. Nö, du kannst hier drinnen bleiben. Hey, what's up? What's up, Digga? What's up? Oh, hallo, Schatz. Das ist aber eine andere Stimme, wa? Endlich hat es jemand geschafft, die Tür zu meinem Gefängnis zu öffnen und mich zu befreien. Hm. Bist du es? Wir sind es schon einmal begegnet. Wer hält dich hier gefangen? Dunkle Magie ist verschwunden. Du siehst aus wie... Nein, mein Fehler. Das, was wohl an deinem furchtbaren alltäglichen Gesicht liegt. Ich hab dich nur geneckt, Schätzchen. Nimm nicht alles so ernst. Ich freue mich, dich zu sehen. Die Herrscherin hat dich hier eingesperrt. Warum? Dafür muss es einen Grund geben. Das ist wahrscheinlich nicht. Warum? Na schön, ich gebe es zu. Ich habe vielleicht ein kleines bisschen mit dunkler Magie herumgespielt. Ich habe bloß versucht, einen Fluch zu erfinden, der jemanden wohlbehütet einsperrt. Warum sollte man sich mit einem geheimen Turm abmühen, wenn man das einfach mit Magie tun kann? Das ist wirklich schlau. Endlich jemand, der mein Genie zu schätzen weiß. Nun, ich gebe zu, der Zauber ist vielleicht ein wenig außer Kontrolle geraten. Man könnte sogar sagen, er drohte, das ganze Tal zu zerstören. Ich schätze, ich habe keine Ahnung, wie mächtig ich bin. Nun, dann hat unsere Herrscherin beschlossen, den Bann gegen mich auszusprechen, um mich hier einzusperren. So sehr ich es schätze, dass du mich befreit hast, aber ich befürchte, du hast einen schrecklichen Fehler gemacht. Was soll das heißen? So wie ich durch meinen Fluch hier gefangen war, war auch mein Fluch mit mir hier gefangen. Jetzt, da du mich befreit hast, hast du meine dunkle Magie aus dem ganzen Dorf losgelassen. Was für ein Chaos du angerichtet hast. Ich habe nur versucht zu helfen. Das ist deine Schuld. Ich bringe das... Ja, wir bringen es wieder an. Nun, das wird nicht einfach. Aber wenn die Kugel wieder in der Säule des Vertrauens legen können, könnte das die lästige dunkle Magie vertreiben. Du hast Glück. Ich weiß zufällig, wo die Kugel versteckt ist. Sagst du es mir? Sag es mir sofort, bevor ich wütend werde. Ich habe dir geholfen, jetzt hilf mir. So ist die Meerhexe. Sie ist lieb zu handeln, meine Liebe. Nicht ich. Aber da du mir geholfen hast, werde ich dich in mein kleines, klitzekleines Geheimnis einweihen. Um die dunkle Magie zu nutzen, die ich für meinen Fluch brauchte, musste ich die Kugel des Vertrauens aus der Säule reißen. Entschuldigt. Und danke. Beeil dich, lass uns zur Säule des Vertrauens gehen. Gut. Jetzt weißt du, dass du immer auf mich hören musst. Mhm. So, jetzt folgen wir Gürtel. Gürtel. Blumen leuchten schön. Kannst ganz mächtig sein. Dreh die Zeit zurück, was einst war mein. So. Was für ein Vergnügen. Siehst du die schimmernde Insel da drüben? Ach, schwimmende. Die schwimmende Insel da drüben. Dorthin habe ich die Kugel des Vertrauens geworfen.
Du kannst versuchen, sie zurückzuholen, aber nur, wenn du weißt, wie du die Flügel wachsen lässt. Die Brücke zu dieser Insel ist vor langer Zeit zusammengebrochen. Noch ein Wort zur Warnung, zur Kugel des Vertrauens. Du kannst sie zwar sehen, aber du wirst sie nicht anfassen können. Ich habe einen Zauber gesprochen, um sie zu verbergen, aber er hat ein bisschen zu gut funktioniert. Sie befindet sich jetzt zwischen den Welten, wie ein Traum kurz vor dem Aufwachen. Was schlägst du vor? Kannst du nichts dagegen tun? So etwas habe ich noch nie gesehen. Geh und frag Merlin. Er plappert immer über seine Forschungen. Er muss es wissen. Du bist noch hier? War nur Spaß. Du siehst ein bisschen heruntergekommen aus, Nico. Ach, ich zieh dich nur auf. Du bist so ein fabelhaft. So, dann müssen wir jetzt mit Merlin sprechen. Merlin, where are you? Der ist sicherlich nicht mehr hier. Nope. Wer ist mehr? Wo ist Merlin? Da ist Donald, da ist Merlin. Bei Ursula. Warum ist Ursula übrigens da? Na gut. Nochmal, im Angeln haben wir auch noch nicht gemacht, weil wir waren. Ups, das war der falsche Knopf. Das war der falsche Knopf. So, thank you. Wir haben heute noch gar nicht geangelt. Ups. Oha, du willst auch angeln. Wieso hat das so lange gedauert? War nur Spaß. Wie eher irgendwas kleben? Orangefarbene Sumpfmilchkraut. Ist das sie? Nee, ist Gänseblümchen. Gänseblümchen. Ist ja wild. Auf doof. Das Beste, was du mir geben kannst. Ich mach nur Witze, Schätze, ich liebe es. Oha. Oh, die Haare sind ja mega. Oh, und die Blume. Ich freue mich schon. Okay, und du... Das Graben. Hallo. Möchtest du noch? Ich habe die anderen Geschenke mir gerade nicht angeguckt. Was ist da noch? Cremesuppe habe ich noch nicht. Und eine Gurke. Habe ich noch nicht gemacht, aber theoretisch... Jetzt weißt du, dass du immer auf mich hören musst. Ja. Was für ein Vergnügen. Nee, ich wollte eigentlich gar nichts von dir. Tata. Tata. So, wir unten einmal kurz. Ich weiß gar nicht, ob sie das jetzt als Gurke ansieht oder ob das noch was anderes ist. Naja, wir werden sehen. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Merlin Berlin. Warum sollte ich denn hier runtergehen, wenn er dann... Oh, Mann, 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 Mann. Cool. Steine. Ich mag Steine. Mann, ey. So, wo ist jetzt Merlin da hinten? Ach nee, der war ja bei Ursula, ne? Da kriegst du Ursula, ich hab einen Zauberspruch vergessen. Ey. Reflex Ursula, ich hab den Zauberspruch, aber ich kann nicht derjenige sein, der ihn ausfährt. Du musst es tun. Na schön. Und wieder einmal die ganze Zeit bei mir. Vergiss nicht, du hast mir diesen Zauber gebracht. Deine Hände bleiben dabei auch nicht sauber, alter Mann. Ich setze mein Vertrauen in dich, Ursula. Lass es mich nicht bereuen. Okay. Ich bin daraus aus eurer Hilfe. Wie typisch immer überlassen, bärtige alte Knacker den
Hexen, den ganzen Drecksarbeit der Hexen. Und dir, so wie ich es aussieht. Sag mal, Timmy, bist du bereit zu tun, was nötig ist? Deine Aufopferung hat auch ganz offen. Ab, das wird sich zeigen. Nun, Schätzchen, einige von uns haben es geschafft, sich von der dunklen Magie zu befreien, die im Dorf wütet. Aber wir müssen etwas aufgeben, um die anderen zu befreien. Merlin schenkte mir sein Vertrauen. In Anbetracht unseres Vorgeschichte könnte das genug Opfer sein. Was mich betrifft, so opfere ich meinen Stolz für das Allgemeinwohl. Ganz schön nobel von mir, findest du nicht? Bleibt noch Christoph. Er hat den Fluch abgewehrt, bevor er ihn einsperren konnte. Es liegt an dir, etwas von ihm zu bekommen. Das größte Opfer von allen ist deine Liebe. Er muss bereit sein, all seine Erinnerungen an seine Liebe Anna aufzugeben, um das Opfer zu retten. Oh. Das ist ja furchtbar. Ich kann nicht. Du musst. Es ist deine einzige Hoffnung, deine Freunde zu retten. Zuletzt brauchen wir noch ein paar Zutaten, um den Zauber zu vervollständigen. Hol dir ein paar dieser Traumscherben und Nachtscherben. Wenn du alles hast, was wir brauchen, treffen wir uns in der Grotte, in der wir uns zuerst getroffen haben. Ich werde den Zauber dort ausführen. Auf Wiedersehen, Liebes. Auf Wiedersehen, Schätzchen. Aber das ist echt hart. Da darf Anna nicht vergessen. Oh, Hallöchen. Nico, ganz dunkle Magie ist also das Werk von der Mutter Gurtel. Mutter Gurtel, ich hätte es wissen müssen. Sie wollte das nicht. Sie sollte sie so. Wir sollten sie im Auge behalten. Wir bringen das alles wieder in Ordnung. Oh, ich werde Mutter Gurtel im Auge behalten. Das Letzte, was wir hier brauchen, ist jemanden, der sich mit Flüchen und dunkler Magie herumschlägt. Die meisten Dorfbewohner sind durch diese vermeidelten Fluch an ihren Häusern gefangen. Ursula und ich konnten uns nur befreien, weil wir selbst etwas Magie eingesetzt haben, um ihn abzuwehren. Um diesen Fluch zu brechen, müssen wir die Säulen des Vertrauens wiederherstellen. Aber das könnte ein schrecklicher Preis haben. Ich kenne einen Zauberspruch, der funktionieren könnte, aber er ist gefährlich. Er verlangt Opfer, die du vielleicht nicht bringen willst. Der Zauber wird dich an einem anderen Ort bringen, irgendwo zwischen hier und dort, wo die Kugel des Vertrauens versteckt war. Es ist nicht leicht, aber dorthin zu gelangen, und es ist gefährlich, dort frei festzusitzen. Was ist das hier und dort? Es ist ein Ort zwischen beiden Welten, der aus reiner Magie besteht. Im Hier und Dort gelten die Regeln unserer Welt nicht. Man kann durch Dinge gehen und Dinge sehen, die man nicht sehen sollte. Man könnte es sogar wagen, in der Luft zu gehen. Aber normalerweise kommen Dinge oder Menschen, die ins Hier und Dort gehen, nie zurück, um zu erzählen, wie es um zu erzählen, was sie gesehen haben. Kann ich zurückkommen. Die Magie ist wiederhergestellt. Die Säule Vertrauen sollte ausreichen, um dich zum Dreamlight Valley zurückzurufen. Wir müssen einfach darauf hoffen, dass man der Meerhexe trauen kann. Was ist der Zauber? Einer, für den du Ursula Hilfe brauchst. Ich fürchte, diese Art von Magie ist nicht meine Spezialität. Dich erwartet großartige Dinge, da bin ich mir sicher. Okay. Gut. Gut, meine Lieben, ich würde sagen, bevor wir uns diesen Zauber widmen, war es das für heute. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch gerne einen Daumen da und abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart, und wir sehen uns auf Wiedersehen.